Dieser Konzertflügel hat einfach einen hinreißenden Anschlag. Am besten, Sie probieren es einmal selbst aus, in aller Ruhe, lassen Sie sich Zeit. Wie schön, Sie wieder mal bei uns zu sehen, lieber Professor Walter. Liebe Frau Simon, es tut mir leid, wenn ich Ihnen auf die Nerven gehe, aber ich habe schon wieder einen ganz ausgefallenen Wunsch. Für Sie doch immer, Professor, das wissen Sie doch. Es sagt Ihnen der Name Dussek etwas. Johann Ladislaus Dussek? Ja. Es gibt da eine Einspielung auf einem sorgfältig restaurierten Hammerflügel. Ah ja. Hier. Einem Broadwood von 1805. Frau Simon, Sie überraschen mich immer wieder. Sagen Sie es meinem Chef. Das werde ich bei Gelegenheit tun. Das werde ich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Professor. Und vielen Dank. Bitte schön. Ich kümmere mich noch mal um den Kunden da vorn. Dann mache ich Schluss. Ist gut, ich muss heute früher los. Ein Klassentreffen. Ach, und morgen früh muss ich meine Schwester zum Flughafen bringen. Wenn der Chef nach mir fragt, sagen Sie ihm, ich komme etwas später. Machen Sie es gut. Mach Sie ich. Wissen ja, wie die Abrechnung funktioniert. Was ziehe ich bloß an? Ich habe kein Chanel-Kostüm. Und mit einem tollen Job und einer gelungenen Familie kann ich auch nicht angeben. Warum gehst du überhaupt hin? Ich war nie bei Klassentreffen. Nicht mal zum 20. Abitur. Die müssen ja denken, mich gibt's gar nicht mehr. Diesmal muss ich hin. Außerdem bin ich neugierig. Es ist nicht mehr wiederzuerkennen. Also irgendwie haben wir nie zu denen gepasst. Alles reiche Erben. Und ich bin bloß Verkäuferin in einem Musikgeschäft. Ich werde heute genauso wenig zu Ihnen passen. Komm. Du bist immerhin die rechte Hand deines Chefs. Und wenn er dich nicht hätte, dann wäre sein vornehmer Laden längst pleite. Also wenn sie dich fragen, dann sag doch einfach, du bist im Musikbusiness. Quatsch. Wie das klingt. Wie findest du das hier? Ja, das geht. Passt aber nicht zur Brille. Ja, was soll ich denn dann anziehen? Ja, zieh das an und lass die Brille weg. Dann sehe ich nichts mehr. Vielleicht bist du ja ganz froh, wenn du nicht alles ganz gut erkennen kannst. Ohne Brille hast du einen ganz verträumten Blick. Guten Abend. Hier wird heute ein Klassentreffen von Ehemaligen des Christianeums gegeben. Das Klassentreffen des Christianeums. Oh, Entschuldigung. Bitte wo? Da entlang, bitte. Danke. Wissen wir sie? Irgendwie Wahnsinn. Ich meine, ich hätte eben die Elfie Simon gesehen. Sieht richtig klasse aus ohne Brille. Ach du meine Güte. Aber sie hat mich nicht erkannt. Entschuldigen Sie bitte. Ich bitte Sie. Bist du nicht die Elfie Simon? Seit meiner Geburt. Trugst du früher nicht Brille? Ja, ja. Schon möglich. Kontaktlinsen, ja? Ist ja kaum noch was echt in unserem Alter. So. Tja, du bist die... Sehr. Ich war jetzt das zweite Mal bei Professor Krebs zum Lifting. Findest du, es hilft? Hat er schön gemacht. Ich wüsste keine Beanstandung. Elfie Simon. Ich habe dich erkannt. Du mich aber nicht. Kann schon sein.
Hallo. Hallo. Ja, jetzt möchte ich aber endlich mal auf das Fest. Darf ich euch begleiten? Wir bitten darum. Schön, dass du noch lebst, Elfi. Warum bist du eigentlich gekommen? Aus purer Neugier. Hopp, Elfi! Du bist doch sonst nie da gewesen. Ja, naja, das hat sich eben nie so ergeben. Du siehst blendend aus. Habe ich ja auch schon gesagt. Und ganz besonders freue ich mich, dass auch unser Klassenlehrer, Herr Dr. Brockmann, gekommen ist. Das Abendessen sowie der Champagner und Chablis sind wie immer von der Firma Jansen und Co. Danke, Silvia, dass du deinen Mann als Sponsor für dieses kleine Fest gewinnen konntest. Wenn ich mich nicht sehr täusche, sehe ich neben Silvia unsere Elfi Simon uns die ungewohnte Ehre geben. Amen. Der Hunger kommt in einer halben Stunde. Bis dahin können wir uns wieder so spannenden Fragen zuwenden wie: Wer hat sein Golfhandicap verbessert? Wer hat einen neuen Kerl? Oder wer hat zum dritten Mal Pleite gemacht und baut trotzdem Hotels an der Ostsee? Herzlich willkommen, Elfi. Der Eleganz deiner Rede nach bist du die Gabi Ellerborn. Einmal Klassensprecherin, immer beim Fernsehen. Ich frage mich ständig, warum Gabi überhaupt noch Gäste in ihre Talkshows einbringt. Es macht so einen besseren Eindruck. Elfi Simon, was verschafft unser seltenes Vergnügen? Du warst das musikalische Wunderkind mit den Zöpfen. Ja, das war ich. Cello hast du gespielt. Nein, Klavier. Spiele ich immer noch. Und du hast die Musik zu deinem Beruf gemacht? Ja, das könnte man so sagen. Weißt du, dass ich dich immer beneidet habe? Du mich? Warum? Alles, was du angefangen hast, ist dir gelungen, weil du mit der nötigen Ernsthaftigkeit rangegangen bist. Ich habe in meinem Leben meistens nur so getan, als ob. Dafür hast du es aber ganz schön weit gebracht. Bei mir sah es immer nur ganz gut aus. Im Grunde kann ich nichts wirklich. Wie viele Millionen Zuschauer hast du jedes Mal? Es ist unbefriedigend, Elfi. Ich bin sicher, du hast es richtiger gemacht. Hat Gabi wieder ihre Sinnkrisen? Jahr für Jahr fährt sie im neuen Porsche vor und liegt nun ständig mit ihrem verpfuschten Leben auf der Seele. Wolf, so darfst du das nicht. Ich darf, bei Gabi darf ich immer alles, nicht wahr, Gabi? Ja. Außerdem dich, Andreas, das da ist Wolf. Hallo. Andreas war immer der Probe. Ist es euch eigentlich schon aufgefallen, dass es nie länger als 10 Minuten dauert und jeder verhält sich genauso kindisch wie in der Schule? Andreas fällt über Gabi her, Rolf himmelt Elfi an. Oh, hattet ihr mal was miteinander? Nein. Aber vielleicht hätte ich ja ganz gerne. Und alle tun so, als hätten sie das Leben noch vor sich. Prost. Das sind eben die prägenden Jahre in der Schule. Die erste Liebe, die erste Zigarette. Klassenfahrten mit durchzechten Nächten, nicht wahr, Gabi? Das kriegst du nie mehr aus den Kleidern. Rolf, der Beatle von Flottbeck. Und Andreas, der Ho-Ho-Ho-Chi-Minh. Bürger, lasst das Gaffen sein, kommt herunter, reiht euch ein. Sag mal, du warst doch immer so eine Brave. Rühr mich nicht an, Klassenbeste. Du willst doch nicht sagen, dass ich eine Streberin war. Nein, warst du wirklich nicht. Du hast uns sogar abschreiben lassen. Dir habe ich mein Abitur zu verdanken. Ach Gott, ist das peinlich. Wo hast du deine Mao-Jacke gelassen? Mao? Ich? Mao? Das war ich. Das ist Rolf. Richtig, der Beatle von Flottbeck. Sagen wir mal so, das war ich. Ja? Heute trage ich mein Haar mehr offen. Andreas nennt mich immer den Beatle mit dem Schiebedach. Verstehe. Andreas? Ja? Ach, entschuldige bitte. Der radikalste Sozialist in unserer Schule. Stimmt. Die Firma von seinem Vater übernommen. Es ist heutzutage nicht einfach mit 500 Angestellten. 500? Als ich übernahm, waren es 700. Danach habe ich den Umsatz verdreifacht. Entweder du hast richtig Erfolg oder du meldest gleich Konkurs an. Ach, wir langweilen dich sicher. Steht ja alles in den Zeitungen. Und du? Was machst du so, Elfi? Musik. Schallplatten, CDs. Du singst. Ich? Als Tina Turner oder Cher? Also, das hätten wir gemerkt.
Sowas steht ja auch in der Zeitung. Naja, er hätte ja auch klassisch sein können. Opern, Liederabende oder so. Entschuldigung, der Elfi. Nein, Andreas, dazu habe ich noch gar keine Ausbildung. Nein, ich spiele immer noch Klavier. Du bist Pianistin. Schallplatten, CDs. In der Branche wird ja mächtig umgesetzt. Nein, nein, ich verkaufe nur CDs. Ja, natürlich verkaufst du CDs. So etwas muss man heutzutage als Pianistin. Keine falsche Bescheidenheit. Du hast dich schon früher mal wegen der guten Noten geschämt. Nein, nein, wirklich, das ist viel zu bescheiden. Gabi, ja. Das ist wirklich beachtlich. Elfi ist eine bekannte Konzertpianistin. Ja, ja, das weiß ich, Andreas. Natürlich, du bist ja vom Fernsehen. Ja, und da weiß man sowas. Herr Dr. Brockmann, ich wundere mich jedes Jahr aufs Neue. In Ihrer Truppe gibt es keinen einzigen Ausfall. Alle spielen ausnahmslos in der Bundesliga. Ich muss da noch was klarstellen. Naja, das mit der Bundesliga war natürlich total daneben. Gabi lebt von so schiefen Vergleichen. Schau doch mal diesen Lackanzug an. Damit würde ich ja nicht mal allein durch den Garten spazieren gehen. Sie traut sich mit sowas vor die Fernsehkameras. Prost. Prost. Ist ja toll. Spielst du auch in Hamburg? Oh. Ja. Manchmal. Ich muss mich bitte dringend mal setzen. Andreas. Champagner? Ja. Nein, danke. Ich möchte gern Wasser. Ich muss ja noch fahren. Was spielst du denn so? Ich? Beethoven? Mozart, Wagner. Wagner hat nichts für Klavier geschrieben. Ach so, aber Felix Mendelssohn-Bartholdy. Der ja. Rolf, hast du immer noch dein Käfer-Cabrio? Nein, der ist längst verschrottet. Ich fahre jetzt Daimler. Wie schade. Das muss einem schon glücken, sein Hobby zum Beruf zu machen. Wie man es nimmt. Wo gehen die anderen denn hin? Die brüten irgendwie da mal so ein Penela-Scherz aus. Nee, Rolf, lass es mal. Du bringst ja alles durcheinander. Ich hab dein Talent immer bewundert. Hm. Reden wir noch mal von dir. Was machst du so beruflich? Oh, Transportgewerbe. Kommt viel herum. Ja, kann ich mir vorstellen. Familie? Ja, hatte ich mal. Bin jetzt wieder solo. Deine Familie? Das ist Sascha, der spielt Eishockey. Sieht man ihn gar nicht an. Ach so, nein, nein. Nein, das ist meine Sonja. Und daneben meine Schwester Anke. Ja, mit einer kanadischen Flagge. Und die Anke war bei dir in Kanada zu Besuch, ne? Dumm von mir. Ganz dumm von mir. Deine Brille noch. Danke. Wenn du mal wieder in Hamburg auftrittst, sagst du mir Bescheid? Gut. Vorsicht, Elfi. Danke nochmal. Stimmt was nicht? Stimmt alles. Und? Wir waren bei Hamburg. Weißt du, ich bin selten hier. Meistens in Kanada. Wegen der Kinder. Und auftreten tue ich meistens in Japan. Aber wenn du mal in Hamburg spielst, kriege ich da eine Karte? Hier. Ja. Ist meine Nummer. Mhm. Mach ich, Rolf. Ich verlange nur nach Rolf. Lieber Dr. Brockmann, liebe Mitschüler. Die meisten von euch werden es geahnt haben, die wenigsten wird es völlig überraschen und ich musste es beruflich längst wissen. Wenn Elfi Simon sich in den letzten Jahren rar gemacht hat, so hatte das die besten Gründe. Sie war fleißig und der Erfolg blieb nicht aus. Elfi, es kann sein, dass du mir einen Korb gibst, wenn ich dich bitte, in meiner nächsten Talkshow zu sein. Aber deinen ältesten Freunden kannst du es trotz chronischer Bescheidenheit nicht abschlagen. Spiel uns was auf dem Klavier. Also, Gabi, das war wieder mal so ein Überfall.
Aber ohne das wäre sie nicht, was sie geworden ist. Elfi! Danke, danke. Also gut. Ich mache euch den Spaß. Chopin! Dass ich bei früheren Klassentreffen nie dabei war. Ich hab dich immer vermisst. Schwörst du's? Ich schwör's. Weißt du noch in Paris, unsere Klassenreise? Ja. Inzwischen habe ich nun wirklich in vielen guten Restaurants gegessen. Aber so gut wie damals an der Seine. Weißbrot und Käse? Eine Flasche Rotwein. Der Käse hieß La Roche-Kiri. Oh. Ich sag's dir, ich hab nie wieder so gut gegessen. Jetzt übertreibst du. Dein Taxi. Ja. Meiner ist ja braun. Dann nehmen wir doch den braunen. Ach, Rolf. Ich habe dich immer für dein Feingefühl bewundert. Danke. Ich danke dir, Elfi. Ich muss morgen früh raus. Zum Flughafen. Nach Paris. Rolf, es war wunderschön, dich wiederzusehen. Danke für den Abend. Da bist du ja. Ich wollte gerade ins Bett gehen. Ich soll dich von meiner Familie grüßen. Sie lassen fragen, wann du nach Kanada kommst. Du kennst doch meine Angst vorm Fliegen. Wie war's denn mit den Schnepfen und Goldknöpfen? Wunderbar. Ich bin eine bekannte Pianistin. Ich mache Tourneen durch die ganze Welt, vor allem in Japan. Ich lebe in Kanada. Ich bin berühmt, mache Geld wie Heu, habe zwei Kinder und einen sehr erfolgreichen Mann. Aber den sehe ich selten. Ich brauche ihn nicht wirklich. Ich bin selbst sehr erfolgreich. Und morgen fliege ich nach Paris. Paris? Du hast dich gut amüsiert. Das habe ich mit Rolf. Rolf? Wo trefft ihr euch wieder? Bei mir in Kanada? Und wie soll ich ihm das dann erklären? Mit meinen zwei Kindern und meinem erfolgreichen Mann und meiner Durchreise in Hamburg. Eigentlich schade. Jammer schade. Passagiere, gebucht nach Vancouver auf Canada Express ZK4913 durch Ausgang B93. Tschüss, Schwester. Tschüss, mein Schwesterchen. Es war schön mit dir. Bis zum nächsten Jahr. Können wir uns nicht zu Weihnachten sehen? Da musst du nach Kanada kommen. Vielleicht komme ich wirklich. Bring Rolf doch mit. Tja, den nun leider nicht. Tschüss, mein Liebes. Schade. Tschüss, mein Schatz. Mach pass gut auf dich auf. Ja. Tschüss. Guten Flug. Tschüss. Flug ist 262.
Palermo und Kaunas, Terminal 4. In die Kolonnaden bitte zu Steinway. In den Plattenladen? Wir verkaufen dort auch hochwertige Musikinstrumente. Rolf! Lass die Brille auf. Schon zurück aus Paris? Was tust du in diesem Taxi? Ich bin ein Chauffeur. Was ist passiert? Euch gehörte doch halblang Genese. Die erste Generation baut's auf, die zweite vermehrt's und die dritte bringt's durch. Ich bin die dritte. Das ist ja furchtbar. Halb so schlimm, ich habe mich dran gewöhnt. Und das Taxi wird mir. Und du? Was machst du bei Steinway? Jedenfalls keine Autogrammstunden geben. Mich gibt's auch nicht auf CDs. Ich verkaufe sie bloß. Keine Konzerte? Keine Tourneen in Japan. Und die Kinder und der Mann gehören meiner Schwester in Kanada. Bist du mir jetzt böse? Na, warum sollte ich? Ich hab doch auch geflunkert. Wann hast du heute Feierabend? 6:30. 6:30. Ich bringe eine Flasche Rotwein mit, ein bisschen Weißbrot. Und ein bisschen Käse. La Roche-Curie. Was bin ich schuldig? Große Pianistinnen fahr ich gratis. Danke. Bis heute Abend. Bis heute Abend. Fest. Für mich? Ist sonst noch wer da? Na, bloß ein paar Lieben. Wie jedes Jahr. Trotzdem nett. Vielen Dank. Jetzt muss ich aber noch so viel zu erledigen. Wie jedes Jahr. Stress? Sie etwa nicht? Nö. Was machen Sie denn an Weihnachten? Nichts. Was? Nichts? Nichts. Bisschen Klavier spielen, schlafen. An Heiligabend? Ein bisschen Klavier spielen und schlafen? Ein Freund von mir, der spielt Klavier im Hotel Atlantik. Der gehört auch zur Rasse der Weihnachtstiere. Heiligabend mit Weihnachtsbaum. Frau, Kinder, Eltern, Schwiegereltern und ganz, ganz viele Geschenke. Da sitze ich eben für ihn am Klavier und spiele, bis ich den letzten Gast vergrault habe. Ja, dann gehe ich nach Hause und schlaf, bis der Rest der Menschheit wieder normal ist. Bis 2. Januar. Ja. Und Sie, Verehrte? Tu so, als gehöre ich zur Rasse Weihnachtstiere. Ein herzliches Beileid. Alles eine Frage der Organisation. Wie viele Weihnachtskugeln sind im letzten Jahr kaputt gegangen? Reichen, Würstchen und Kartoffelsalat. Einer mag kein Bier, der andere keinen Wein, der dritte darf nur Pralinen mit Fruchtzucker essen. Und wo sind die Kassenbons für die Geschenke zum Umtausch? Ja, jedes Jahr dasselbe. So halten wir Weihnachtler das nun mal. Am Ende waren es dann doch schöne Tage. Glauben Sie mir, Sie verpassen da was. Im Bett. Oh, Entschuldigung. Fröhliche Weihnachten. Was hätten Sie mich überzeugt? Naja, vielleicht im nächsten Jahr. Also dann frohes Fest. Viel Spaß noch beim Klavier. Danke. Doch nicht. Hans!
gibt es wirklich. Ja, sag mal. Hildegard. Soll ich mir das Genick brechen? Sag mal, du hast ja überhaupt nicht aufgeräumt. Was soll dein ganzer Dreck in der Wohnung? Schau dir mal das Wohnzimmer an und hier im Schlafzimmer. Hast du eben mein Dreck gesagt? Da ist das etwa nicht dein Dreck? Du wolltest alles weggeräumt haben. Ich wette, in der Küche steht das Geschirr immer noch rum. Warum soll ich mich ändern, bloß weil dein Mann ein Reinlichkeitsfanatiker ist? Er ist kein Reinlichkeitsfanatiker. Er hat nur mehr Sinn für Ordnung und Familie. Und seine Mutter soll ein nettes Weihnachten haben. Wo warst du? 2 Stunden Weihnachtsstau. Ich komme direkt aus der Stadt. Da war kein Weihnachtsstau. Erzähl mir lieber mal, warum ich diesen Blödsinn jetzt schon zum 2. Mal mitmache. Ich? Wir beide. Weil du damit einverstanden warst, dass wir hier feiern und du wiederkommst, wenn sie gegangen sind. Damit deine Schwiegermutter glaubt, du und dein Mann, ihr werdet immer noch ein Herz und eine Seele. Erzähl das mal irgendjemand. Diese Idiotie kann man einem normal fühlenden Menschen noch gar nicht erklären. Du kennst Schwiegermutter nicht. Günther ist ihr Ein und Alles. Hildegard, warum seid ihr beide immer noch nicht geschieden? Günther sagt, es würde ihr das Herz brechen. Mutter würde sterben. Ja, ich weiß, du bist der Vollidiot, der am Weihnachtsabend ins Kino geht. Erst um 8 und dann noch mal um 10, damit ich hier in Familie machen kann. Damit Mutter nicht merkt, dass ich seit 2 Jahren einen anderen Kerl habe. Es wäre übrigens sehr lieb, wenn du nur für mich auch im Frühling, Sommer und Herbst ein bisschen ordentlicher wirst. Hildegard, das ist das Fest der Liebe. Die heizen die Kinos nicht an Heiligabend. So, jetzt steh bitte auf und mach dich auf die Socken, bitte. Na gut, dann geh ich eben. Alles eine Frage der Absprache. Du, wenn ich jetzt gehe, dann bleib ich vielleicht. Wo? Es kränkt mich. Es tut mir sehr weh. Du mich auch. Fröhliche Weihnachten! Sie? Ich. Na dann feiert mal schön. Was ist denn noch hier? Was macht ihr denn noch hier? Ich geh ins Kino. Hab ich wenigstens meine Ruhe. Die Krawatte sitzt schief. Hat er wieder so einen Saustall hinterlassen wie im letzten Jahr? Günther, ich bitte dich. Na klar. Die Butter ist in der Keksdose. Und wenn ich mir die Hände waschen will, dann ist die Seife in der Speisekammer. Und das Handtuch liegt in der Mikrowelle. Und die braunen Flecken auf dem Tisch, das sind nicht etwa Intarsien, nein. Das sind die Brandlöcher von seinen Zigaretten. Jedes Jahr machst du mir Hans wieder schlecht. Ich räum dir seinen Dreck weg. Oh, seinen Dreck räumst du auch für dich weg. Findest du das fair, so mit mir zu reden? Wo wäre denn was fair im Leben? Geh runter und kauf einen Weihnachtsbaum. Hans hat keinen Weihnachtsbaum gekauft? Hat er nicht. Denn hätte er und du hättest wie im letzten Jahr auch einen gekauft, dann hätten wir wieder 2 und müssten den einen vor deiner Mutter verstecken. Also geh jetzt und kauf wenigstens einen. Tu mir den Gefallen, tu dir den Gefallen und deiner Mutter auch. War das der Trostpreis in der Lotterie, der Weihnachtsbaum? Ein bisschen größer hätte er schon sein können. Ein paar mehr Kugeln dran. Hätte sich mancher Gast bestimmt höher gefreut. Welche Gäste? Wunderschön.
Wie du sowas kannst? Toll, was? Fast wie in alten Zeiten. Du siehst fabelhaft aus. Danke. Wird deine Mutter sich freuen. Weißt du noch, damals, als die Kinder noch klein waren, da hast du jetzt die Kerzen angezündet und ich habe Klingeling geklingelt und dann sind sie reingekommen. Was habe ich denn noch vom Leben, Heinz? Denn ich noch nie mal an Heiligabend den Lichterglanz in die Augen sehen darf. Nur weil es ihre Wohnung ist, muss ich mir das doch nicht gefallen lassen. Man muss sich vieles im Leben gefallen lassen. Andere Leute feiern Weihnachten anders. Wie geht's, Barbara? Ich werde mich von ihr trennen. Ach. Du dich von ihr oder sie sich von dir? Ich mich von ihr, sie sich von mir. Habt ihr es euch schon gesagt? Ach, doch nicht vor Weihnachten. Vielleicht ein Neujahr? An einem Neujahrsmorgen hast du mir einen Stuhl vor die Tür gesetzt. Tja, nachdem du dich beim Bleigießen verplappert hast. Was, Hildegard? Und ich werde dich auch im nächsten Jahr lieben, Barbara. Hast du dir vorgenommen und mich dabei geküsst. Barbara und ich haben die Schnauze ziemlich voll. Sind beide sehr unglücklich. In unserem Alter werden einem die neuen Partner nicht mehr gebacken. Da sind sie, wie sie sind. Das stimmt. Wie hältst du es bloß mit diesem Hans aus? Bis in die Socken riecht man sein Rasierwasser. Musst du auch nicht aushalten, ist ja Salz. Ich kann den ganzen Typ nicht riechen. Musst du auch nicht, ist ja meiner. Sag mal, du willst doch nicht etwa wieder zu mir zurück. Ich? Zu dir? Das ist mein Telefon. Ja. Hildegard Dormhagen? Sven, wo bist du? Was? Ja, nun. Ja, natürlich. Ja, bis dann, mach's gut. Was ist denn los? Sven steht bei deiner Mutter vor der Wohnung und an der Tür hängt ein Zettel, dass sie zu einer kranken Nachbarin musste und später kommt. Tja. Was mache ich nun mit dem Essen? Was machen wir mit Hans? Wenn Mama später kommt, dann bleibt sie auch länger. Und dann kommt Hans und die beiden treffen sich hier. Tja, und was soll ich da machen? Ist doch dein Hans. Mama kriegt einen Herzinfarkt. Mutters Kreislauf ist besser als meiner. Das ist meine Wohnung. Ganz ruhig, wir schaffen das schon. Simone, Liebes. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten, Mama. Komm rein. Tut mir leid, dass es später geworden ist. Macht nichts. Danke. Fröhliche Weihnachten, Simone. Du bist ja fast pünktlich. Fröhliche Weihnachten, Papa. Das ist für dich. Dankeschön. So, die Geschenke, die legen wir mal zu den anderen. Na, dann wollen wir mal. Wir haben dieses Jahr einen wunderschönen Weihnachtsbaum. Ist das ein schöner Baum? Hat Papa geschmückt. Mhm. Sind Sven und Oma noch nicht da? Sven hat angerufen. Sie ist bei einer kranken Nachbarin. Willst du nicht ablegen? Diesmal nicht, Mama. Nico und ich feiern dieses Jahr zusammen. Ja, aber du hättest Nico doch mitbringen können. Nico ist doch nett. Wir wollen Weihnachten alleine feiern. Weihnachten ist nur einmal im Jahr. Ohne die Familie? Ihr lasst uns im Stich? Na, na, na. Sowas soll irgendwann mal sogar in richtigen Familien vorkommen. Danke, Mama. Ich sehe euch beide gern und wenn es sein muss, sogar gleichzeitig. Aber Nico auch noch die Oma vorzuführen, das wäre wie im Zirkus. Tja, leider kann ich das verstehen. Grüß Oma lieb von mir, ja? Ich ruf sie an. Ja, und die Geschenke? Na, die packen wir morgen aus. Ich komme morgen Mittag vorbei. Ich finde das unwürdig, was sie mit Oma abzieht.
Ihr solltet ihr endlich reinen Wein einschenken. Dein Vater meint, sie überlebt das nicht. Tja, wenn sie die Wahrheit nicht verträgt. So kann man doch mit alten Menschen nicht umgehen. Das ist besser, du gehst. Geh ruhig. Wer hier geht, mein lieber Günther, bestimme immer noch ich. Amüsiert euch schön. Wie sie dir die Grimmschen Märchen vorgelesen hat. Und die von Hans Christian Andersen. So eine Großmutter musst du dir erst mal suchen. Günther. Doch wahr. Wenigstens auf den Jungen ist Verlass. Danke, mein Junge. Bleib nur sitzen. Entschuldigst du mich bei Mama und Papa? Ja, natürlich. Fahr du nur zu deinem Blinder. Dornhagen, ich bin sofort da. 7 Minuten. Küsschen. Küsschen. Und Oma, ich rufe dich morgen an, ja. Und dann komme ich vorbei, ja? Ja? Morgen. Oder übermorgen. Ich rufe dich an. Frohes Fest. Und pass auf, mein Junge. Das Herz ist hier. Und die Galle da. Und der Blinddarm. Ja, so ziemlich mehr links. Bei mir immer ein bisschen rechts. Also tschüss, frohes Fest. Ja, tschüss. Tschüss. Weil Weihnachten ist. Frohes Fest. Nein. Wenn das Hans ist, schickst du ihn sofort wieder weg. Halt dich da raus. Du schickst ihn sofort wieder weg. Hallo. Mutter. Mutter. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Komm rein. Oh, schöner Baum. Hat Günther geschmeckt. Na komm, mein Junge. Gibst du mir deinen Mantel, bitte? Ja, wo ist denn Sven? Sucht er noch einen Parkplatz? Nein, der ist gleich weiter in die Klinik. Der Notdienstkollege ist ausgefallen. Ach, wie schade. Ja. Das ist aber schade. Säckchen zum Anfang? Oh, Säckchen passt immer. Ja. Wo ist denn Simone? Ja, Simone ist leider... Ist sie krank? Sie, Simone feiert lieber mit ihrem Freund. So. Ja, aber davon wollen wir uns gute Laune doch nicht verderben lassen. Hm? Fröhliche Weihnachten. Ja, ein frohes Fest. Fröhliche Weihnachten. Hauptsache, wir leben noch, Hildegard. Das ist wohl wahr. Frohes Fest. Frohes Fest. Fröhliche Weihnachten! Guten Abend. Das ist Herr, darf ich vorstellen? Hans Gassner, ein Kollege aus meiner Firma. Ah ja, Dornhagen. Ich bin die Mutter von Günther. Sehr erfreut. Ars, Sie sind also Hildegards treuer Gatte. Gewissermaßen. Und Sie sind der Mann, den Hildegard nicht alleine Weihnachten feiern lassen wollte. Genau der. Willst du ihm nicht ein Glas anbieten? Gerne, wenn er meine Hand loslässt. Nein, nein. Weihnachten sollte man nicht alleine sein. Ja, das finde ich auch. Besser ist das. Wissen Sie, gnädige Frau, so ganz allein bin ich ja eigentlich gar nicht. Ich habe nämlich eine Geliebte, mit der ich seit 2 Jahren zusammenlebe. Ah ja? Ist sie auf Reisen? Oh nein, sie feiert Weihnachten mit ihrem Ex-Ehemann und der Schwiegermutter. Jetzt frage ich Sie, gnädige Frau, muss ich mir das als Mann gefallen lassen? Ich finde, das hängt wie so vieles im Leben ganz von der geliebten Frau. Herr Gassner, meine Mutter ist schwer herzleidend. Oh, Entschuldigung. Ist nicht schlimm. Sekt gibt keine Flecken. Ja, nein. Kommen Sie mal mit in die Küche. So, oh, was macht ihr denn da? Ich fürchte fast, das war Absicht, Hans Gassner.
bitte Sie, ne, Frau, warum soll ich Ihren verehrten Sohn mit Sekt begießen? Ich lasse mir doch kein X für ein U vormachen. Die Rechnung für die Reinigung, die schicke ich Ihnen. Da müssen Sie erst mal meine Adresse kennen. Noch ein Wort und Sie kriegen die rote Karte. Ist ja gut. Aber meine Herren, Hildegard. Lass sie. Hildegard, ich respektiere dein Hausrecht. Aber das ist mir ungestraft, diese Sauerei. Was machen Sie denn da? Zünde den Baum an. Das ist mein Baum. Den habe ich gekauft. Sie haben nämlich dieses Jahr gar keinen Baum gekauft, Herr Hans. Ja, weil ich im Stau gestanden habe, Herr Günther. Heiligabend im Stau, blöde Ausrede. Sie wissen doch gar nicht, was eine Ausrede ist. Ich zeig Ihnen mal, was keine Ausrede ist. Schade. Tut mir leid, Hildegard. Also ich finde, jetzt seid ihr wirklich zu weit gegangen. Ja, das finde ich auch. Allzu viel ist nicht kaputt gegangen. Na. Und den Boden machen Sie sauber. Außer mir macht ab heute hier keiner mehr was sauber und niemand etwas dreckig. Darf ich euch bitten, eure kleine Auseinandersetzung draußen auf der Straße fortzusetzen? Hildegard! Los! Ich habe aber nicht angefangen. Oh doch! Raus! Nein! Doch, wer ist denn beide! Alle beide raus! Ja, aber jetzt raus hier! Raus hier! Alle beide! Soll ich auch gehen? Bleib, solange du willst. Hast du im Ernst geglaubt, ihr könntet mir auf die Dauer verheimlichen, dass ihr euch getrennt habt? Warum glaubst du wohl, bin ich heute so spät gekommen? Ich wollte deinen Neuen kennenlernen. Na, ich denke, das hat sich heute auch erledigt. Weihnachten ist immer schwierig. Bitte? Naja, da soll immer alles klappen, was den Rest des Jahres nie geklappt hat. Warum hast du das deinem Sohn nicht erzählt? Ich liebe Weihnachtsfeste, weil ich es immer hingekriegt habe, dass Weihnachten bei mir alles geklappt hat. Ach so. Ja. Na, also ich fühle mich bloß ausgenutzt. Ach, du hast das schon richtig gemacht. Günther ist vielleicht nicht das Gelbe vom Ei. Aber ob du mit Herrn Gassner einen guten Tausch gemacht hast? Wo willst du hin? Wo es endlich gemütlich wird? Ja, ich sammle draußen meinen Günther auf. Dann bringt er mich heim und ich tröste ihn. Dazu bin ich die Mutter. Gibst du mir ein paar Würstchen und ein bisschen Kartoffelsalat mit? Kannst du haben. Was machst du denn jetzt mit dem angebrochenen Abend? Lesen, schlafen, mal sehen. Hast du Günthers Barbara schon kennengelernt? Ich die Barbara? Nee, du? Und das ist vielleicht der blöde Kuss. Was machen Sie denn an Weihnachten? Ach, wissen Sie. Jedenfalls nicht bloß schlafen.